三島隆二だな。乗れ。ということで、弊社神城エンタープライズとナイルコープとの間に不正な企業買収があったことが分かっちゃったんです。上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった昔々の話ではあるものの、甚だ遺憾なことであり、当然許されるべきことではありません。だから、部長に課長に平社員、出入りのお弁当屋さんに至るまで、各自にほんの少しでも関係していた人たちはみんなやめてもらっちゃいました。そしてこれからは私が CEO として直接会社を運営していくことにしたんです。今までの組織を丸々って変えちゃって、私がダイレクトに会社を指揮する仕組みにしちゃいます。スピーディーな意思決定でお客様が求める新しいサービスをどんどん組み出していけるようにしていきます。実は今日早速その第一弾として、見ていてくれた、リュウジキュン、私のハレフタイ、全部あなたのおかげよ。あなたがザクソンの動きを教えてくれたおかげでこうして先手を取れたんですもの。神城が警察上層部と結託していた証拠、そんなものを公表されたらさすがの私も絶対絶命だ。ほんと間一髪、みんなリュウジキュンのお手柄よ。この間やってもらった亡き神城前社長派閥の重役たちと不正企業との癒着、その証拠の捏造工作も功を奏して、邪魔者はきれいさっぱりいなくなったし、データ改ざんの痕跡をあんなに巧みに消しちゃえるなんて、リュウジキュン最高にクールよ。ザクソンから離反したハッカーに資金援助をしていたのもあんたか。何のことかしら。デモンズがあれだけ急激に力をつけたのは何か後ろ盾を得たから。内部分裂でユーゴの意識は一瞬だけでもあんたから離れ隙ができた。あんたは何人のハッカーを抱き込んでいるんだ。リュウジキュンって本当に賢いのね。ますます好きになってきちゃったわ。でも抱き込むなんて直接的なことはしてないわよ。もっと間接的に人を操る方法はいくらだってあるんだもの。そうだわ、そんな優秀なリュウジキュンに次のお願いしちゃおうかしら。近々ザクソンがハッカーを集めて大規模な活動をしようとしているらしいの。あなたそれに参加してきてちょうだい。何の意味。こちらにとってまずい展開になったら止めてきてほしいのよね。何せあの子たちの狙いはあのアンダーゼロみたいだったら。わかるでしょ。アンダーゼロはエデン有史以来のデータログが集積された場所。余計なものを見られるとまずいことになるんじゃない。お願いね。心配しないで、この仕事が無事に済んだら今後の妹ちゃんの治療費の心配は一切しないでよくなるから。察しが良くて義理に熱くて頭も回る、でも不器用よね。それも危険なほどに。行ってらっしゃい、リュウジキュン。もうすぐ何の心配もなくなるわ。
永遠に。Hä? Oh, die kleine Drecksau, ey. Raschku nai ze, Yuji. Honto. Raschku ne. Shito ze. Yaru janai ka. Ore ni maru wea o shikake da no ka. Ude ga agatta na. Ore wa nani mo kawatte nai.変わったのはお前だ。少し前のお前ならすぐにでも気づいたはずだ。いつからだ。前から薄々おかしいとは思ってた。お嬢の膨大な治療費がどこから出ているのかとかさ。でも決め手になったのはこの間のハッキングだ。あいつがお前の様子がおかしいって俺に相談してきた。見ていたのか。ああ、さっきの話も。悪い。俺、お前の苦労に気づけなかった。お前ら兄弟の一番近くにいたのは俺なのに。本当情けないが、リュウジ、これからは俺も力を貸せ。だから、これ以上あいつらに関わるのはよせ。奴らはハッカーを使い捨ての駒にしか考えていない。お前だって、いつそうなるか。ダメだ。リュウジ！恨み事なら好きに言え。何も知らないお前らに汚い仕事の片棒を担がせたんだ。なことどうでもいいんだって。俺は何を言われようと神城と手を切るつもりはない。エリカの治療には絶対に奴らの力が必要だ。絶対ってなんだよ。他にも手はあるだろ。他の病院を探すとか。エリカは長くない。神城の治療が命綱だ。たとえどれだけ汚いものであっても。Und noch eine Seite, Kapitel 9, winterlicher Tumult. Mich wundert es, dass mir noch kein einziges Mal jetzt mehr mit den anderen zu tun hatten. Bei Hoodie herum, diesem Comic-Café. Herumhängen, der Laden gehört Ryuji. Eigentlich Erika, aber okay. Ach, du bist es. Du wolltest wegen Ryuji fragen, nicht? Bitte gib mir einen Moment, ich melde mich bald bei dir. Ich habe in letzter Zeit nicht auf die Tafel geschaut. Ich werde den PC benutzen, um zu sehen, ob es neue Fälle gibt. Oh, lenk mich doch nicht mit diesen Drecksfällen ab. Ich will weiter wissen, wie es weitergeht. Und wann wir der Alten endlich aufs Dach steigen können, weil die geben mir voll auf den Sack. Hä? Navi-San des Todes. Du warst Navi-San schon mal auf der Spur, aber jetzt ist er im Broadway. Halt ihn auf, der Boss bittet dich. Ich habe Navi-San in Shinjuku gesehen, nicht Ikebukuro. Oder ist es sehr interessant als furchterregend? Es ist eher interessant als furchterregend. Okay, das will ich wissen. Das ist was anderes. Ach so, ja, und hallo und herzlich willkommen zurück bei Digimon Story Cyber Sleuth. Ich konnte ja schlecht, ich habe ja gleich mit dem Kapitel angefangen bei der Aufnahmestart. Vizepräsident von Golden Dawn, das muss der Nickname des Vizepräsidenten des Okkultismus-Clubs sein. Ich schätze, die sollten Navi-San auf die Schliche gekommen. Ich beobachte dich. Ah! Nein, solche Drohungen gebe ich nicht nach. Zeit, mich am Riemen zu reißen, auf zu Nakana Broadway, zum Konsumententempel? Zoom-Tempel? Irgendwie sowas. Hallo, danke, dass du meinen Fall angenommen hast. Diesmal sind die anderen nicht dabei. Wo sind May und die anderen? Gute Frage, heute läuft die letzte Folge dieser Fernsehsendung, nach der sie alle verrückt sind. Unsere Ermittlungen wegen eines Fernsehsendung aufzugeben, ich meine, was ist denn wichtiger, okkulte Phänomene oder eine Fernsehsendung? Eine Fernsehsendung, aber nur dieses Mal. Wie bitte? Komm schon, es ist die letzte Folge, die in der Nararion in die Geisterwelt zurückkehrt. Er hält endlich seine verlorenen Kräfte zurück und kämpft gegen all die Geister aus der Welt der Sterblichen, die er bezogen hat. Anschließend kommt er mit seiner wahren Liebe zusammen und das wird ein grandioses Finale. Er wird in die Geisterwelt zurückkehren und genau dahin gehe ich jetzt auch. Ciao! Hey, komm zurück! Los, Manaka, wir müssen sie aufhalten. Hey, was ist denn? Tut mir leid, aber ich kann nicht mitkommen. Wie? Ich muss weg, meine Zeit ist endlich gekommen. Wovon sprichst du?
Mein Leben unter Menschen war kurz, aber ich habe es in vollen Zügen genossen. Leider nimmt es nur ein Ende. Hä, was ist denn hier los? Leb wohl, Kenshi, ich muss in die Geisterwelt zurückkehren. Du hast im Reich der Sterblichen noch viel zu tun. Letzte Geheimnis, lüftest du mich ebenfalls in einen Geist verwandelst. Da komme ich in der Geisterwelt besuchen, ich werde auf dich warten. Nein, doch nicht auch Manaka. Was machen wir jetzt, Lily? Nanu, wo ist sie denn? Sie war doch eben noch hier. Lass mich raten, sie ist auch in die Geisterwelt verschwunden wie die anderen zwei. Ah! Also bin nur noch ich übrig. Jetzt, da die anderen sich in der Geisterwelt niedergelassen haben, bist du der Einzige, auf den ich noch zählen kann. Bring mir gemeinsam Nabizans wahre Gestalt ans Licht. Zuerst sollten wir uns aufteilen und das Broadway vom Dach bis zum Keller durchsuchen. Okay, okay, es geht. Wir sehen uns später. Warte, warte, warte. Was gibt's wieder das Ding? Jo, wie läuft's, Partner? Ich dachte, ihr hört mal, wie es dir geht. Mir geht's gut. Wie geht es euch auf der Farm? Wir sehen uns bald. Schauen halt alle gleich aus, ne? Hast du das Ding gesehen? Ja, das war schrecklich. Das war Herr Navid, stimmt's? Ja, ich glaube nicht. Es hatte Arme und Beine und es hat heftig damit gerudert. Es ist die Rolltreppe hoch. Ich frage mich, ob es noch da oben ist. Egal, sehen wir uns die Kleider an. Die müssen sich über Navizan unterhalten haben. Es klang, als wäre er mit der Rolltreppe nach oben gefahren. Ich werde mich dort umsehen. Oh oh. Hä? Hoppla. Was war das für ein Ding? Super unauffälliger Mann. Das war Hanavid, oder? Hübscher Junge. Kann sein, aber was hat er hier verloren? Macht er Werbung für ein Produkt? Wahrscheinlich, er war so freundlich, aber er hat kein Wort gesagt. Er war ganz vernarrt in dich. Das war urkomisch. Der ist einfach nur Nerd. Er wollte dir unbedingt die Hand schütteln und er hat nicht aufgehört, dich anzufassen. Und er hat nicht sogar ins Ohr gepustet, bevor er gegangen ist. Ja, ich habe ein Foto gemacht, das poste ich auf Digiline. Denk nicht mal dran im Ernst. Anscheinend hat etwas, was aussah wie Herr Navid, dieses gut aussehende Typen begrapscht. Navid muss sich irgendwo im Broadway aufhalten. Ich werde mich noch einmal umsehen. Wahrscheinlich ganz oben. Was ist denn jetzt schon wieder? Wahrscheinlich die Date, oder? Wie, ich könnte ihn bei Hoodie finden? Danke für den Tipp. Jetzt bin ich gespannt, was abgeht. Hey, was ist das? Warum starren mich alle an? Habe ich was im Gesicht? Was zur Hölle? Keske, hattest du Erfolg? Ich auch nicht. Aber ich habe ein paar Gespräche aufgestockt. Es klang, als wäre er noch irgendwo im Gebäude. Wir sollten uns treffen und unsere Strategie ändern. Komm zum Eingang im Erdgeschoss. Das ist so ein Wichser, ey. Ah, Keske. Was zum... hinter dir. Hey, warte! Er hat Broadway verlassen, wir müssen ihn fassen, bevor er jemanden verletzt. Wie lange war er schon hinter mir? Was zur Hölle ist jetzt hier los? Wo bin ich? Ich war so auf der Jagd und Tapizan konzentriert, dass ich nicht weiß, wie ich hierher gekommen bin. Kenshi muss weiter vorne sein. Ah! Wahrscheinlich lauter Tapizan, so. Der Kopf? Noch warm, er muss das gerade weggeworfen haben, aber was ist das für ein Geruch? Ekelhaft süß und ein bisschen würzig. Ein Damenparfüm? Hä? Navizan ist... eine Frau in dem Kostüm gewesen sein. Wer auch immer darin war, ist jetzt nicht hier.
Navi-san sollte gleich davon sein. Die Wahrheit liegt nur ein paar Meter entfernt. Geht nicht auf, sieht nach einem elektronischen Schloss aus. Dann werde ich es hacken. Es bringt nichts. Ich muss es irgendwie aufkriegen. Unmöglich sein, immerhin bin ich ein Eden-Hacker. Oh nein, Kieske, da kommt jemand. Wer ist da? Was treibt ihr da? Ah, wach Leute! Nein, nein, das ist übel, richtig übel. Wir müssen von hier weg. Ah! Ah, nein, 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 nein. Ah! Was ist los? Hey, alles in Ordnung? Jetzt rennt er einfach davon, oder? Ah, heißt es nicht, dass es hier spuken soll? Stimmen hinter der Tür und merkwürdige Geräusche in der Nacht. Darauf ist hinaus, dass der Bursche besessen ist? Wir sind bei der Arbeit, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Scherze. Wie ich. Aha. Aha. Was zur. Schnauf, schnauf. Na nun, was ist denn mit der Wachenleute passiert? Hä, das können wir später besprechen. Ja, stimmt, nicht, sie weg von hier. Hä? Nach unserer Flucht aus dem Keller sind wir eine Weile in der Nähe des Eingangs geblieben, weil wir weiter nach Navi-san suchen wollten. Aber die Wachleute haben die Tür nicht aus den Augen gelassen und wir mussten unsere Verfolgung aufgeben. Ein enttäuschendes Ende. Verdammte Scheiße, ich weiß ja nicht, wer das ist. Warum handelt es sich bei Navi-san? Die Wahrheit muss auf der anderen Seite dieser Tür liegen. Inzwischen ist es mir fast schon egal, wobei... Pfeifen, wenn du weiter nachbohrst, bist du tot. Die ganze Geschichte um Navi-san ergibt keinerlei Sinn. Die Auftritte eines Starre, die unheilvolle Drohung, wie er diesen Typen gegrapscht hat. Aber jetzt ist es wohl zu spät. Ich habe so eine Ahnung, dass Navi-san sich nie wieder zeigen wird. Vielleicht bin ich Zeuge der Geburt einer neuen Großstadtlegende geworden. Oder besser gesagt, habe ich zu ihrer Entstehung beigetragen. Da fällt mir ein, dass ich für diesen Fall noch nicht bezahlt wurde. Es gibt einen Typen, der wo rumsteht, der wo einen bedroht hat. Den Verrückten, der wo mit Arm rumläuft. Und die Alte. Wobei ich ihn eigentlich auch nicht gelöst habe. Insofern, diese ganze Sache war eine gewaltige Zeitverschwendung. Wenigstens ist sie nun vorbei. Ja, aus und vorbei. Hä, das war scheiße. Ein paar Tage später. Hey, wo steckst du? Navi-san ist aufgetaucht. Ja! In Ikebukuro, komm hier! Navi-san war scheinbar in Ikebukuro. Ich sollte wieder zur Date gehen. Gott sei Dank, ich dachte, der kippt jetzt einfach auf, ey. Hoch oder runter, hoch oder runter. Du elender Sack. Victor, steht's hervor, du hast mich wiedergefunden und bin der einzige war der Victor Uchida. Das kriegen wir jetzt Trommelwirbel, das hier. Dynamos, Milliardärs USB. Hä? Milliardärs USB. Oh, erstmal Speicher. Mehr Yen durch Kämpfe. Hä? Noch einer? Ein freundlicher, der Ballons verleiht. Bäh, Ballons verteilt. Schau mal da drüben. Warum geht er denn einfach hin und reißt dann den scheiß Ding runter? Huch. Jetzt bist du endlich dran, Navi-san. Wovon redest du da? Siehst du nicht, dass ich versuche zu arbeiten? Lass mich in Ruhe. Hallo, was bist du? Hallo, ich bin Herr Navid. Normalerweise lebe ich in Eden, aber heute bin ich in die echte Welt gekommen, um euch zu besuchen. In dieser Welt gibt es so viele herrliche Dinge, die man in Eden nicht bekommt. Besucht mich doch mal in Eden. Au! Was soll der Scheiß? Und wer genau bist du? Wie gesagt, arbeite ich für Kamishiro, das Unternehmen, das Eden betreibt. Einige von uns Mitarbeitern wechseln sich dabei ab, in die ganze Stadt Werbung für Eden zu machen. Die Chefin hat uns angewiesen, diese Herrn Abit-Kostüme zu tragen. Als wir sie ausprobiert haben, haben die Kinder uns gerne durch die Gegend gescheucht. Also haben wir beschlossen, das Interesse von Kindern über Eden damit zu wecken. Wie ich es mir dachte. Was siehst du mich denn so an? Du warst es die ganze Zeit. Du bist weggelaufen, als wir in Shinjuku nach dir gerufen haben. Warum hast du das getan? Das stimmt nicht, meinst du während der Probezeit? Du
Ich habe ja von jemandem von außen für den Test angeheuert. Ich habe gehört, dass die ganze Sache im Geheimen stattfand. Nicht einmal wir wussten darüber Bescheid, das schwöre ich. Na, dann war es jemand von außen. Bestimmt gab es dafür einen Grund, dass der Test im Geheimen durchgeführt wurde. Sie reden verrücktes Zeug, außerdem ist sie schwer zu fassen und belästigen Leute. Aber dafür ist sie äußerst kompetent und entscheidungsstark. Sie ist genau die richtige, um Kamishiro in die Zukunft zu führen. Okay, okay, schon verstanden. Die heutige PR-Aktion ist eine klassische Beispiel für die ganz eigenen Stil der Chefin. Niemand zuvor hatte die Idee, Eden bei Kindern zu bewerben. Sie denken immer 10 Schritte voraus. Warte mal, war das die Chefin selber? Das hat gedauert. Ich hätte nie gedacht, dass er eine ganze Stunde lang ein Loopy oder auf seine Chefin singen würde. Navizans wahre Identität ist zwar eine Enttäuschung, aber wenigstens der Fall jetzt aufgeklärt. Ich bin dann mal weg. Was soll ich nur in meinem Bericht an Matayoshi schreiben? Keisuke, hör zu, Mei ist wütend, weil wir Navizan haben entkommen lassen. Sie hat gesagt, dass sie mich aus dem Club wirft, wenn ich ihn das nächste Mal nicht erwische. Und ich kann nicht über den anderen treffen. Sie reden über das Ende von die Abenteuer von Naruto. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss ein paar Tage warten, bis ich es streamen kann. Wieso muss ich immer den Kürzeren ziehen? Also trenne ich einfach meine Sorgen. Leiste mir Gesellschaft. Dafür bezahle ich dich auch für den letzten Fall. Einverstanden? Prima, ich warte hier, Keisuke. Er hat aufgelegt. Trotzdem ist es eine gute Idee, mit ihm drüber Navizan zu sprechen. Wobei... Das war ein interessanter Job. Taucht wieder auf, oder? Doch nicht. Puh. Hä? Oh nö! Ihr elenden Mistkerle! Oh Mann! Ich hoffe, es geht noch weiter und wir erfahren es noch. Aber ich bedanke mich jetzt wohl fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Digimon Story Cyber Sleuths. Macht's gut und Servus!